Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wir packen heute das wohl interessanteste Smartphone meiner Meinung nach des Jahres aus, das iPhone 12 Mini. Denn das ist endlich mal wieder ein Smartphone, was nicht so groß ist und trotzdem die Spezifikation wie auch das iPhone 12 hat. Und es ist halt kein sehr großes Smartphone. Ich würde sagen, wir fangen hier direkt mal an. Apple verpackt das ja jetzt inzwischen auch immer so schön, dass wir das hier ohne wirkliche Hilfe, ich sag mal, eines Messers tun können. Und ich bin sehr gespannt auf dieses Gerät. Meiner Meinung nach, wie gesagt, eines der spannendsten Smartphones diesen Jahres. Ich habe es jetzt hier in diesem leichten Grün gewählt. Können es ja hier mal hochheben, mal ansehen. Also man sieht schon, es ist so ein ganz leichtes Grün. Es ist schön kalt. Das Gerät wiegt gefühlt nichts und es ist wirklich ein sehr angenehmes Gerät in der Hand. Das muss natürlich sein. Und ich meine, guckt euch das mal an. Das ist wirklich kein sehr großes Gerät. Wir legen es mal noch kurz beiseite und regen uns natürlich obligatorisch darüber auf, dass kein Ladegerät mit beiliegt. Ansonsten wissen wir natürlich schon, wir haben hier das USB-C auf Lightning-Kabel. Das heißt, ich brauche ein USB-C-Ladegerät. Ich kann entweder natürlich auch ein altes iPhone-Ladegerät verwenden. Da habe ich ja meistens noch eins, wenn ich von einem iPhone komme. Und kann damit das iPhone laden. Oder ich habe ein Android-Gerät, was dann schon USB-C hatte und kann es hiermit aufladen. Und dann haben wir hier oben noch ein SIM-Karten-Tool, um die SIM-Karte zu entfernen. So ein kleines paar Papiersachen und einen leicht grün schimmernden Apple-Sticker. Schwer zu sagen, ob der... Ne, der ist weiß. War nur das Licht von unten, was hier das so ein bisschen hat aussehen lassen. Aber das ist quasi alles, was hier in der Verpackung ist. Also so klein wie das iPhone, so klein ist auch die Verpackung. Ist wirklich keine große Verpackung. So, packen wir jetzt hier mal zur Seite und schauen uns dieses Handy mal an. Wir haben also hier das iPhone 12 Pro Max, wir haben hier das iPhone 12 Mini und wir haben in der Mitte noch das iPhone 12 bzw. 12 Pro. Ich habe natürlich auch noch ein 12 da, dann für spätere Tests. Von was ihr sehen wollt, könnt ihr gerne unten kommentieren, was ihr zu diesen Geräten gerne sehen wollt. Und ihr seht schon, ich habe jetzt hier drei Größen. Apple verkauft aber aktuell auch noch das iPhone SE 2020. Das können wir hier also auch noch mit reinnehmen. Aber das ist tatsächlich ein bisschen größer als das iPhone 12 Mini. Das ist natürlich auch deutlich günstiger. Also das hier kriegen wir schon ab 480 Euro, während wir das hier ab knapp 800 Euro bekommen. Ich muss sagen, von der Größe her und vom Feeling in der Hand, wenn ich jetzt zum Beispiel die beiden vergleiche, muss ich sagen, dass ich das hier schöner finde. Ich mag dieses kantige Design. Es liegt zwar nicht ganz so angenehm in der Hand wie das hier, aber es ist ein bisschen kleiner. Es ist auch schwer zu sagen, welches genau schwerer ist. Ich würde sagen, sie sind ähnlich schwer. Vielleicht ist das ja ein ganz kleines bisschen schwerer. Schwer zu sagen, ist halt so. Aber wir bekommen hier auf jeden Fall die bessere Kamera und auch mehr Farben. Also ich habe jetzt hier das in dem Grün, aber es gibt noch vier weitere Farben. Und dann haben wir hier die beiden Pro-Modelle. Also es sind schon ordentliche Größenunterschiede hier, das kann man sagen. Also vor allem das Mini versus das 12 Pro Max. Also wenn ich das hier drauflege, na, also das ist schon nochmal eine ganz andere Hausnummer, muss man sagen. Vom Feeling her auf jeden Fall das hier. Ansonsten, was sind die Unterschiede zwischen den Geräten? Also das Mini ist natürlich das kleinste, auch mit dem kleinsten Akku. Da bin ich sehr gespannt, wie der durchhalten wird. Aber wir haben hier die Weitwinkel- und die Ultraweitwinkelkamera. Das ist eh, hat nur eine Kamera, ist halt im älteren Design, ist dafür aber das günstigste. Das Pro-Modell kommt dann mit einer Zweifach-Zoom-Kamera, auch die lichtstärkste Zoom-Kamera, die Apple gerade verkauft. Zumindest bei den neueren iPhone-Modellen. Und das 12 Pro Max kommt mit einem deutlich größeren, 47% größeren Sensor, der damit 87% mehr Licht als das iPhone 11 Pro Max hineinlässt. Also nicht als das Pro, sondern als das 11 Pro Max. Ja, aber das sind so die hauptsächlichen Unterschiede. Dann natürlich die Akkus, die hier alle unterschiedlich sind. Also dieses Gerät sollte mit Abstand die beste Akkulaufzeit haben und das die schlechteste. Wobei, das könnte auch so ein bisschen ein Teil werden. Ich glaube, das ist auch für viele interessant. Aber vor allem hier geht es ja um Display zu Oberflächenverhältnis. Also wenn ich das Gerät hier einfach mal einschalte, dann werde ich gleich sehen, dass hier das Display im Vergleich zur Größe vom Gerät einfach angenehm groß ist. Ich meine, ich muss sagen, die Notch hier drin ist natürlich genauso groß wie beim Pro Max. Und das heißt, ich habe natürlich weniger Display dann hier neben der Notch. Aber an sich
Habe hier ein sehr gutes Display-zu-Oberflächen-Verhältnis für die Größe des Gerätes. Da gibt es nicht ganz so viel Konkurrenz in dieser Preisklasse. So, ich lege die beiden jetzt hier mal weg und wir schauen uns mal die beiden neuen an. Also bin sehr, sehr angetan von dieser Größe. Ich glaube, diese Größe, diese Smartphone-Größe wird für viele ein absolutes Highlight sein. Ja, und dann sehen wir hier auch die Notch, die genauso groß ist wie hier. Aber halt der Platz daneben dann, also sie wirkt kleiner. Wenn wir die mal hier aneinander halten, dann sehen wir, dass die Notch genau gleich groß ist. Ich habe, wie gesagt, auch das iPhone 12 und das iPhone 12 Pro hier. Das 12er ist jetzt gerade nicht hier, aber das hat ja genau die gleiche Größe wie das hier. Ich habe auch das iPhone SE hier von 2020 und ich habe zum Vergleich auch ein iPhone 11 Pro vom letzten Jahr hier. Also, was wollt ihr gern sehen zu den Geräten? Schreibt es gerne unten in die Kommentare, sodass ich dann euch den entsprechenden Content liefern kann, was euch interessieren würde. Vielleicht überlegt ihr, welches Gerät ihr gern kaufen wollt und was ihr gern wissen wollt. Ich habe die Geräte da, ich kann es vergleichen. Danke fürs Zusehen damit und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein, ciao.